Moin moin meine lieben Leute und willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance sozusagen. Und ja, wir befinden uns noch immer bei diesem Händler, um das Diadem abzuholen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe einfach mal vorgespult und zwar ein paar Stunden, damit wir hier nicht wieder warten müssen so lange. Aber jetzt müsste es bereit sein und wir können uns das direkt abholen, denke ich mal. Wenn er hier sitzt, da sitzt er doch. So, reden wir mit Meister Jerome. Glück und Gesundheit. Ja, die auch. Ich will das Diadem abholen. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldavid gefunden. Ohne ihn wäre es nicht halb so schön. Gott behüte dich. Sehr gut. Das haben wir. Und jetzt können wir auch nochmal rübergehen zu dem... Wie heißt der denn da? Ups, falsche Ausrede. Zu dem Kloster, um zu wissen, was wir da machen können gegen diese Seuche. Wollen wir das mal hinreiten? Komm schon. Ja. Ja. So, wie ihr seht, bin ich gut ausgeruht. Das liegt daran, weil ich einfach mal ein bisschen was gefuttert und getrunken habe. Ich finde, das musstet ihr jetzt nicht alles sehen. Aber dann wisst ihr das. Ja. Mal kurz überlegen, wo das nochmal war. Ja. Hier irgendwo? Da war das. Ja. Oh, ich habe das Pferd direkt vors Essen gestellt. Hallo? Da ist er. Moin, Bruder Nikodemus. Wie steht's mit Arznei? Und wie sieht es mit dem Heilmittel aus? Ich habe zwar kein Auge zugetan, aber ich glaube, ich habe es. Ich befürchte, es ist die Pest. Aber mit Gottes Hilfe gebieten wir ihr vielleicht Einhalt. Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Hey, ich denke, das hast du. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Jetzt muss ich irgendwelche Zutaten finden. Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Perfekt. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Oh. Juhu. Nicht schlafen. Okay, was hat er denn zu behandeln da? Okay, wir wissen ja gar nicht, was wir haben sollen erstmal, ne? Wir müssen uns das einfach mal angucken, das Rezept. Und das haben wir, sonstiges. Wo finde ich denn dieses Rezept? Muss ja irgendwie meine Alchemie drin sein, ne? Und der Alchemie. Okay, haben wir noch gar nichts drin, wie man sieht. Guck mal auf Questlog. Die Seuche da. Stell das Heilmittel her. Ich habe den alten Stroh versprochen, seine Frau zu heilen. Ich habe beschlossen, das Heilmittel für die Tranke. Bruder Genüse ist indes bereits am Höhekreis um sich. Okay. Na gut. Stellen wir es mal her. Wie stellen wir es denn her, ist die Frage, ne? Warte mal. Okay, ach so, ja, warte. Ich stelle es einmal ein, die Quest. Was wir die auch haben? Okay, also wir haben eigentlich nur diese roten Dinger. Aber ich sehe die oben noch gar nicht, oder? Bin ich blind. Er haut schon ab. Na gut.
Hey, wo war denn das Alchemielabor? Ist das hier bei ihm? Hier? Nee. Alchemie beginnt, okay. Du hast gelernt, Gift und andere Substanzen, okay. Mach mal Hilfe. Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit. In ihrem Alchemie findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Herbarium mit allen Eigenschaften der Kräuter und allen Rezepten, die du bislang gelernt hast. Du öffnest mit A und blätterst A, okay. Da ist das Herbarium, okay. Wir lesen mal rein. Gott, was wird nur aus meiner Familie? Ach, ich kann ja nicht lesen, ne? Aber das wird es doch sein, ne? Heilmittel für Meroyet. Ich kann ja leider noch nicht richtig lesen. Das ist natürlich dumm von mir. Ne, Rezepte machen wir mal. Und wir brauchen Baldrian und Wermut. Zweimal Baldrian, einmal Wermut und Alkohol. Ich muss hier weg. Ich kann einfach nicht. Aber wo können wir jetzt das Zeug kaufen? Ist er das da hinten noch oder ist er schon abgehauen? Oder Leas, vielleicht mal bei ihm auch handeln? Natürlich nicht. Mach's gut. Ah, guck mal. Baldrian brauchen wir zweimal. Und Wermut war das, ne? Wermut brauchen wir nur einmal. Und natürlich Alkohol. Aber mit Alkohol haben die wahrscheinlich nicht hier. Ringeblumenaufguss. Ruhe! Ich muss hier weg. Okay. Okay, wir fangen mal an. Also, wir brauchen. Wir müssen kurz mal gucken, nochmal hier. So, weiter. Also, unbenötigtes Alkohol wie eine Handvoll Baldrian, eine Handvoll Wermut. In den Kessel und lass ihn für kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Zerkleinere den Wermut. Gib den Wermut in den Kessel. Also, warte mal. Du benötigst Alkohol. Zwei Handvoll Baldrian. Baldrian, ja. Und eine Handvoll Wermut. Gib den Baldrian in den Kessel und lass ihn für die. Lass ihn für drei. Drei, oh, was heißt das denn da? Natürlich dumm, wenn man nicht lesen kann, ne? Aber man kann es ja so ein bisschen, aber. Und lass ihn für drei. Na gut, wir machen erstmal da den. Ich geben wir jetzt einen Baldrian. Okay. Baldrian und Wermut. So. Alkohol. So, nochmal ganz kurz mal reingucken hier. Du benötigst Alkohol, okay. Gib den Baldrian in den Kessel und lass ihn für. Rezept für die Arznei, die den kranken Dorfbewohner Mayot helfen sollet. Du benötigst Alkohol, sowie, okay. Gib den Baldrian in den Kessel und lass ihn für köcheln. Lass das Gemisch abkühlen. Okay. So, Kessel, dann nehmen wir hier ein bisschen Baldrian. In den Kessel rein. Eine Handvoll. Und zwei. Und zweite Handvoll. So, dann wollen wir Blasebalken mal benutzen.
Ich muss hier weg. Das kocht ja noch nicht, oder? Kurze Schlüssel. Am besten folgt uns auf dem Buch. Halt ein Rezept gedrückt und sende hierzu dann direkt, bin ich bereitzustellen. Ah, okay. Du öffnest es mit A und bleibst mit A. Okay. Mhm. Nächste. Die Schwierigkeit des Präparierens und jedes Rezept besteht aus unterschiedlichen vielen Schritten. Der erste Schritt ist immer das Einfüllen des Trankwassers, die du auf dem. Okay, haben wir Alkohol reingetan. Dann fügst du dem Kessel die Zutaten von Bord rechts hinzu. Sollte das Rezept erfordern, musst du die Zutaten mit Mörser und Schlüssel zermahlen. Du musst mit der Sanduhr sorgsam bemessen, wie lange der Trank braut. Wenn er manchmal genügt, etwas bei richtiger Hitze zu erwärmen, musst du manchmal den Blasebalg so lange nutzen, bis die Mixtur kocht. Das ist okay. Gut. Warte mal, ich komme mal rein hier ins Rezept. Ich kann einfach nicht. Okay. Gib den Ball drin in den Kessel und lass ihn für... Was steht da? Für Sand... Lass ihn für 3... Sanduhr kochen, also dreimal umdrehen wahrscheinlich. Gut, aber es kocht ja noch nicht. Deswegen müssen wir das Ding wahrscheinlich noch öfters benutzen. Na, es muss doch mal kochen jetzt. Blubberbläschen sehe ich noch nicht. Ich finde einfach keinen Schlaf. Wieder. So wie es aussieht, dauert es jetzt länger. Ah, jetzt. Okay, und jetzt die Sanduhr drin. Okay. Und nochmal. Die Sanduhr drin. Jo, schnell weg die Sanduhr, ne? Und nochmal die Sanduhr drin. So, das war's. Das ist gekocht und jetzt lassen wir es aus, abkühlen. Okay. Was war danach? Kühlen. Und lass ihn für 3 Sanddurchläufe wahrscheinlich, soll es heißen. Okay, kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Zerkleinere den Wermut. Das können wir schon mal machen. Gib den Wermut in den Kessel, aber lass das Gemisch nicht kochen. Okay. So, jetzt kühlt es gerade ab. Wir nehmen... ein bisschen Wermut. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. So, und dann packen wir es hier in den Mörser. Und dann benutzen wir den Mörser. Bitte. Ah, sehr gut. Gut, und dann in den Kessel damit. Gut, kochen soll's nicht. Nochmal. Was wird nur aus meiner Familie? Nochmal noch einmal. Nicht kochen, nur einmal warm machen. So, und wenn das fertig ist, ich muss hier weg. Dann war's das, okay. Ruhe! Eine Fiole?
Dies wird den Trank fertigstellen. Ja, ist richtig. Bitte, hilf mir. Das müsste es gewesen sein, oder? Du hast gebraut Heilmittel für Meroret. Okay. Gut. Dann lass uns mal dahin reiten. Reisen. Rauf aufs Pferdchen. Hier raus. Wir müssen ganz hin. Da hoch, ne? Ich kann eine Schnellreiseoption dahin, doch, ne? Mal ein bisschen reinzoomen. Guck mal da. Besser? Ja. Dann reisen wir da mal schnell hin. Also schnell und schnell, ne? Aber haben ja das Heilmittel. Also sollte ja eigentlich klappen. Dann verhören wir das Schwein. So. Okay, also. Da muss ja hier irgendwo sein. Das heißt, wir gehen mal direkt zu ihm hin. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll jetzt, muss ich zugeben. Müssen wir erstmal den Typen wiederfinden. Nikodemus. Okay, hier nicht. Vielleicht fragen wir auch jemanden. Johann, wo ist Nikodemus? Glück und Gesundheit. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Die Pest, sagst du? Jawohl. Ja, das haben wir schon alles gehabt. Danke. Das... Nein, ich wollte nicht drücken. Na, shit. Danke. So, wir müssen mal gucken, wo wir den Nikodemus finden. Da muss er jetzt hier irgendwo sein. Ist ja direkt da vorne. Das muss doch hier irgendwo in die Ecke sein. Hier in der Hütte vielleicht? Ja. Ah, guck mal hier. Wie ist die Lage? Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ist doch geil, das Baldrian und Wermut. Du nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln... Ich habe ihnen geholfen, sie müssen mich zu Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Mach's gut. So, er gibt den. Wir sollen zu Melchies. Ich habe eure Hilfe gebracht. Darf ich den Gefangenen sehen? Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Danke, Bruder. Danke, Bruder Nikodemus.
Ohne ihn hätte es keinen Trank gegeben. Das werde ich. Jetzt öffne den Schuppen. Gott behüte dich. Ist der Schuppen da hinten, wo er drin ist? Na gut. Ich muss doch noch irgendwas machen hier, ne? Meine Quest ist doch nicht nur... Na gut. Was zum... Jetzt warten und sehen, was passiert. Nacken wollte ich das Schloss jetzt nicht. Muss mal kurz auf die Quest gucken. Irgendwie kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Gib den Kranken das Heilmittel. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Kranken sind jetzt alle. Die werden überall verstreut. Aber es ist natürlich dumm, wenn ich jetzt weggehe, nicht, dass der auf einmal gleich losrennt. Oder meint er, ist gesund. Na, hier nicht. Suchen. Okay, also da liegt er ja nur und ratzt. Also abhauen wird er wahrscheinlich nicht. Okay, hier brauchen wir es nicht geben. Die hat ja schon was bekommen. Da ist noch ein Kreuz. Aber da war der Pastor drin, oder? Du bist zurück? Ja, klar. Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel. Wir danken dir für deine Gnade. Ah. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke. Barmherziger Samariter. So bin ich. Das Haus haben wir. Es gab noch ein paar mehr Häuser. Wir müssen mal gucken, welches Haus das noch so ist. Hier ist kein Kreuz drauf. Hier war es nicht. Gehen wir da hinten hin. Markierung. Bruder, bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Noch echt ein netter Kerl, ne? Muss man ja sagen. Wer hatte die alle hier... Oder? Dann gehen wir da hinten längs. Jetzt haben wir nicht alle Häuser schon ab? Doch, haben wir. Nee, haben wir nicht, ne? Nicht alle Häuser, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich drin war und wo ich nicht drin war, muss ich zugeben. Petrischka hatten wir schon. Ach, Mann! Nee, auch total leer, laufe ich hier rum durch dieses Dörfchen. Ist das auch ein Haus da unten? Ne, ist nur eine Hütte. Nur ein Hütchen!
Ich gehe nochmal hier rein. Ach, hier war der Dings drin, ne? Lass mich in Ruhe. Also ist den, den wir umgeboxt haben. Bruder Dikodimus ist da, okay. Weiß ich auch nicht. Ach Mann, oh, das ist doch ein bisschen blöd. Ich will die ganze Scheiße finden hier wieder. Er liegt immer noch da. Kann er schon reden? Nein. Gut, dann müssen wir noch mal noch ein Häuschen hier finden. Wo ich noch nicht war. Das ist schwierig, denn ich dachte irgendwie, ich wäre schon überall gewesen. Was hast du hier verloren? Siehst du nicht das Kreuz an der Tür? Keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Yeah. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold. Und nicht, dass man die abpackt. Dich. So. Kriegen die alle im Haus? Wer fehlt denn jetzt noch? Das ist das letzte Häuschen hier? Oder? Ich meine... Okay, die Johanka hat ja schon. Eine Kranke drin? Tatsächlich, vielleicht können wir ihr noch was geben. Okay. Nee. Das ist wahrscheinlich, weil Johanka da hier schon denen hilft. Ich glaub. So, jetzt passen wir auf. Also das Haus haben wir, unser Pferd guckt noch da. Das heißt, wir haben hier noch ein Häuschen. Das hatten wir aber auch schon angeguckt. Bin ziemlich sicher. Genau, da ist unser Bruder drin. Ja. Okay. Wir gehen mal da drüben hin. Aber da waren wir ja auch schon. Hier ist aber kein Kreuz. Hm. Mann, hier ist doch, wo wir schon waren, ne? Och, das ist echt blöd. Wer fehlt mir denn da noch? Sollen wir mit der Fackel rumlaufen hier? Sind die nachher noch pissig? Hm. Jetzt kommen noch diese Häuser hier. Hier waren wir auch schon drin, ey. Noch ein Haus? Ist noch nur ein... Waren wir doch überall schon? Ach Mann, ist das blöd. So, das nervt mich ja, wenn ich dann... Nochmal hier nochmal längs. Was brennt denn da hinten? Achso, da haben sie die. Okay, dann sind die Pestleute, die werden da mal kurz verbrannt. Ah, sieht nach den Banditen, okay. Machen wir. Was?
Wieso ist fehlgeschlagen? Oh nein. Der Typ ist tot? Shit. Wo war das jetzt? Hier drin? Das Heilmittel hat nicht gewirkt, aber welcher Schuppen war denn das nochmal? Ach man, nervt mich jetzt auch so ein bisschen. Hin und her gelaufen ist schon ein bisschen ätzend. Ah, da ist das, ne? Nee, das war das nicht. Das war andere Schuppen. Da ist der Schuppen, da oben. Ein Brief des Gefangenen nehmen wir mit. Das kann er behalten. Hat also nicht so gut geholfen, unser Mittelchen. Wie ärgerlich. Haben wir gegeben. Jetzt reiten wir erstmal wieder zurück zu Herrn Ratzinger. Herr Ratzig. Na, was mache ich denn da? Da wollte ich hin. Okay. So, gucken wir mal, wo das genau ist, da oben. Wo hinreiten? Okay, müssen wir hinreiten. Gut, machen wir das. Tut mir leid, dass es nicht geholfen hat, Leute. Habt ihr Pech gehabt? Ja. Irgendwie. Huch. Naja. Ja. Soweit war es ja nicht weg auf der Karte, ne? Also. Schön durch den dunklen Wald reiten ist auch nicht schlecht. Da. Nein, nein, nein! Ja. Ich mache erstmal ein bisschen das Ausruhen gleich. Obwohl Herr Ratzig ist wach, wie ich sehe, ne? Ist er das nicht? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin aus Merhoje zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe einen Brief, der uns weiterhelfen könnte. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Nein, aber selbst tot war er von Nutzen. Der Schurke war offenbar ein Bote und hatte einen Brief bei sich. Interessant. Und was steht in dem Brief? Ich habe ihn nicht gelesen. Zeig ihn mir. Die Namen des Absenders und des Empfängers stehen nicht drauf. Nur die Initialen S und T. Es scheint, als hätten sie einen Zwist. Dieser S droht, mit dem Fälschen der Münzen aufzuhören. Offenbar ist ein deutscher Ritter dem Händler Menhardt auf der Fährte. Als der Brief verfasst wurde, erkundigte sich der Ritter im Sasauer Wirtshaus nach ihm. Klingt nach einer heißen Spur. Begib dich nach Sasau und bring so viel wie möglich über diesen fremden Ritter in Erfahrung. Wenn er wirklich Menhardt folgt, weiß er gewiss mehr als wir. Sehr wohl, Herr. Na, okay. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Mach's gut. Oh, Zwischensequenz. All das wird dir gehören. Nein. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr.
Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Euch stand da nicht dich. Viel Glück. Yeah. Gut. Nase. Da können Hasen mal kurz eine boxen. Alles ist glitzert. Okay. Das machen wir tatsächlich. Aber bevor wir das machen, glaube ich, legen wir uns ein bisschen schlafen. Tagsüber ist doch schöner zu reisen. Und ich glaube, das kann uns auch keiner verwehren. Zack. Ja, cool. Langsam treibt sich die Geschichte voran. So, so muss mein Pferdchen. Und dann geht's los. Warte mal. Was essen noch? Lecker. Und nun ein Pferdchen. Da bist du ja schon, Pebbles. Gutes Pferd, gutes Pferd. Obwohl, vielleicht können wir auch dahin schnell reisen. Mal gucken. Wir waren ja schon, Sasau. Den ganzen Weg da nochmal hinzueiern ist ja auch ein bisschen blöd. Schau dann, schau dann. Ah, kleine Schnellreise. Ja, es ist so ein bisschen blöd mit der Schnellreise, das gebe ich zu. Das dauert auch mal echt extrem lange, aber da ganz hinzureisen ist auch ein bisschen blöd, ne? Oh, wenn wir doch dieses pestverseuchte Merchoyet reisen, hoffe ich, nehme ich die Pest nicht mit. Ach, guck mal, oben links ist auch noch ein kleines Dörfchen gewesen, habe ich gar nicht gesehen. Ups. Samopech. Oh nein. Was ist hier? Auf der Straße sieht so eine Gruppe bewaffneter Männer, besonders vertrauenswürdig sehen sie nicht aus, aber sie haben noch nicht von dir Notiz genommen. Dann meiden wir sie. Versuchen wir mal. Misserfolg. Och Mann. Ja. Keine Bewegung. Weg mit der Waffe. Ich muss nicht gegen die kämpfen. Ich kann auch einfach wegreiten, oder? Oder kommen die hinterher? Oh, ich glaube nicht. Oh, da geht's runter. Da geht's rüber. So, das wollte ich jetzt nicht machen. Hätte ich eh nicht geschafft, wenn es hier so viele Bewaffnete sind. Immer ein bisschen blöd, ne? Weißt du, ich kann von da aus nicht schnell reisen? Ach Mann. Ja. Wildes Pferd, ja. Los. Guck da.
Ja. Kann ich von hier schnell reisen? So. Sehr gut. So, Sasa waren wir ja, kennen wir uns ja schon langsam aus. Sind ja so gute alte Freunde hier, ne? In Sasa. So, wir müssen noch runter. In der Schenke, das muss da hinten immer sein. Ja! Also. Also ein bisschen durchs Gebüsch könnte er schon reiten können, oder? Finde ich. Ja. Scheiße, Heinrich! Heinrich! Hier! Was? Fritz! Na, das glaube ich ja nicht. Fritz! Das ist unser Heimatdorf. Schön, dich zu sehen. Matthäus, Fritz, ihr lebt. Was hast denn du gedacht? So leicht wirst du uns nicht los. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Schon, aber wir kamen gerade so davon. Allerdings, es war schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bockmist. Blöder Witzbold. Erzähl, wie es dir so ergangen ist. Ja, mich haben sie auch ordentlich erwischt. Erst in Ratai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Du hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Zurzeit bin ich Herrn Ratzigs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Ah, und wie geht es euch beiden? Beschissen. Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keine. Nur Drecksarbeit für Leute mit einem Grips von einem Besenstiel. Sucht in Sasau niemand nach guten Zimmermännern? Niemand. Dabei suchen wir überall. Hey, dir kam nicht zufällig was zu Ohren. Es wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Ich höre mich um, aber versprechen kann ich nichts. Danke, Heinrich. Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Yes, okay. Gucken wir, ob wir irgendwas finden. Irgendwann hören wir bestimmt irgendwas. Was könnt ihr? Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, wo mit Holz hantiert wird. Schließlich haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Aber den Gebäudebau kannst du vergessen. Nach Skalitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau, aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, aber nicht anstrengend ist. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, klar. Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen, aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Ich schulde Theresa mein Leben. Sie brachte mich zur Mühle nach Ratai, als ich bewusstlos war, und pflegte mich gesund. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut kennst, könntest du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Alles Gute. Oh, wir können natürlich bei der Mühle mal nachfragen. Das wäre natürlich auch was. So, die Schenke. Ist das hier die Schenke? Ich würde sagen, ja. Reden wir mit dem Wirt. Wer nichts wird, wird Wirt. Es heißt, hier hielte sich ein auswärtiger Ritter auf. Der Deutsche? Der ist fort, aber er meinte, er käme wieder. Wie heißt er? Nannte er seinen Namen? Nein, und offen gesagt ist er keiner, den man zweimal fragt. Wieso das? Es gibt Gäste, die ich mag und welche, wegen denen ich nachts kein Auge zutue. Dieser Ritter zahlt gut, zieht aber den lieben langen Tag eine finstere Miene, zwirbelt sich den Bart und mustert die anderen Gäste von Kopf bis Fuß. Ich will ja keinen Ärger. Welches Wappen trägt er? Konntest du sein Wappen sehen? Das ist es, ja. Er trug einen weißen Schild ohne Wappen. Die Fuhrmänner sagen, so reisen Ritter, wenn sie unerkannt bleiben wollen. Sehr eigenartig. Wohin ging er? Und weißt du, wohin er ging?
Ja, hat nach dem Weg gefragt. Der Bastard hat mir solche Angst gemacht, dass ich fast vergaß, ihn um mein Geld zu bitten. Aber dann fiel es dir doch ein, wie? Nun, Geschäft ist Geschäft. Und wohin wollte er? Er fragte nach einer Kreuzung in den Wäldern nördlich von Rovna. Mir kam es vor, als suche er jemanden. Ich kenne die Straßen in der Gegend, also riet ich ihm, sich an der Köhlerkreuzung umzusehen. Verstehe. Hab Dank. Deswegen Was hatte hier? Er hier zu suchen? Er hockte die meiste Zeit da, trank und gaffte die anderen Gäste an. Ab und an gesellte sich jemand zu ihm und sie plauderten ein Weilchen. Aber nichts Besonderes. Kanntest du einen von denen? Nein, niemanden. Okay, das war's. So nett, danke. Nichts zu danken. Aber dürfte ich fragen, wieso du ihn suchst? Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ja, es ist nur so, dass der Herr recht furchterregend aussah. Und zwistig. Ich will nicht, dass er denkt, ich hätte ihn verpfiffen. Keine Sorge. Mach dir darüber keine Sorgen. So, was hat er denn so? Alles Gute. Brauche irgendwas hier noch zu futtern für unterwegs? Hier, gebratene Ente klingt gut. Obwohl? Ich kann nicht so viel tragen, fällt mir auf. Ah, ich glaube, es reicht, was wir haben. So, aber dann müssen wir einmal hier dahin. Okay, guck mal, wo ist denn das ganz? Alter, ist es weit. Ah, okay. Ist doch nicht so weit. Das Kreuz da, ich sehe das kaum, weil es so mini ist. Hätte man noch größer machen können. So, wir reisen mal dahin und schauen mal, ob wir den kleinen Typen da entdecken, wenn wir direkt durchkommen. Das hoffe ich natürlich. Das andere wäre natürlich doof. Auf der Straße kommt ein Pilger entgegen, der wohl das Gespräch sucht. Er sieht nicht gefährlich aus, aber nur der Herrgott weiß, was er will. Na gut, muss jetzt mit ihm schnacken. Das ist ein ganz schön langer Weg, ne? Nein, kommt noch einer? Du wirst es klären, wenn sie mit Schreien in einer fremden Sprache. Aber die lagen hier Kuman auf der Lauer und schreit zur Zart. Ja, können vorbei. Das ist doch gut. Man muss ja nicht jeden Kampf mitnehmen. Okay, den nächsten Kampf werden wir noch anhalten, wenn den nehme ich mit. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Ja, kommt wohl nichts mehr. Rovna. Wir werden wahrscheinlich gegen diesen Ritter kämpfen müssen, irgendwann. Ist doch schon mal gut. So. Lass mal gucken, das muss da oben irgendwo sein. Das Pferdchen dazu. Wo ist er? Da. Hallöchen. So, komm, wir müssen da hoch. Ja. Irgendwo da oben ist das. Aber lass uns mal hier die Kreuzung über den Weg gehen, glaube ich. Ist ein Weg hoch? Ja. Und versuchen wir da reinzureiten. Mal gucken. Guck mal hier. Na komm. Das sieht doch aus wie ein kleiner Weg hier. Ich finde, die Wälder sind einfach fantastisch gelungen hier im Spiel, muss ich sagen. Bin ich schon... Ja. Cool. Ups. Allmächtiger, was für eine Sauerei. Lass uns mal umgucken hier, was hier denn passiert. Was hat er denn so bei sich? Okay. Was knacken? Was ist hier passiert? Wurde jemand verwundet? Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Machen wir. Ich will einmal versuchen, das Ding zu knacken hier. Kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Das Schloss ist kompliziert, okay. Gut, dann lassen wir die Spuren folgen hier. Jetzt weiter. Blut. Blut. Also die Höhe, die Köhler hier, oder nicht? So, also mein Blut.
Hier ist noch mehr Blut. Die Köhler was wissen. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Hier ist auch Blut. 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 Komm, ich schnappe mal kurz mit den Köhlern. Wir wissen ja, wo das Blut hingeht. Gucken wir mal, was die wissen, die Hiopais. Hallo, Mr. Köhler. Gott sei mit dir. Ja, auch mit dir. Was ist an der Kreuzung geschehen? Was? Hör mal, da liegen Leichen auf der Straße und ein geplünderter Wagen. Und die Spur führt geradewegs hierher. Ihr scheint anständige Leute zu sein und keine Halsabschneider. Ich will euch erst einmal glauben, dass ihr nichts damit zu tun habt. Aber... Wenn ihr mir jedoch nicht helft, könnte ich meine Meinung ändern. Ich weiß von nichts und habe auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Boris? Wer ist dieser Boris? Boris schwingt hier die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Okay. Gott behüte dich. Wo ist denn hier der Boris mit der roten Kappe? Da oben ist auch noch was, ne? Gehen wir da hoch. Boris, Boris, Boris. Ich glaube, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Apropos Hühnchen. Keiner, der hier rumliegt. Keiner, der rumsitzt. Niemand drin. Auch nix. Auch keiner da. Wo sind die alle hin? Da hinten läuft ein wildes Reh rum. Aber andere Menschen sehe ich nicht. Okay, müssen wir runter. Ach, da hinten ist auch noch was, okay. Wollen wir da mal hin? Gut, gut. Wo seid ihr denn? Hat er eine rote Kappe auf? Hat nicht mal Haare. Schau mal, weil Boris kennt. Wo ist Boris? Gott sei mit dir. Wer ist dieser Boris? Boris schwenkt hier die Danke. Okay. Gott behüte dich. Er sagt leider auch nicht viel. Hier geht die Blutspur auf jeden Fall rein. Können wir nicht knacken, okay. Aber die Tür sieht auf jeden Fall sehr dicht aus. Keiner drin. Das Schloss knacken kann ich nicht einfach, ne? Das geht glaube ich nicht, ne? Das Schloss ist schwer. Sehr schwer. Okay. Da! Da ist der Typ mit der roten Kappe. So, Boris, jetzt bist du dran. Hallo, Boris. Gott sei mit dir. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja, ist das ein Problem? Okay, was hat er? Okay, komm, wir drohen ihn mal einfach. Ist wohl eher von der widerborstigen Sorte, was? Kann sein. Pass auf, du Kraftmeier. Fang an zu reden, wenn du nicht willst, dass ich dir dein Grinsen aus dem Gesicht wische. Ich weiß nicht, wer du bist, aber mein Geduldsfaden reißt. Oh, nicht nur deiner. Schön, du hast das so gewollt, du Bankard. Gott behüte dich. Na, warte ab. Ah.
Na, hat schon weh, wa? Ja, das war ein bisschen daneben, das stimmt. Ah, das nervt mir dies. Na, komm her. Na, hat er dazu, ne? Hier! Ich bin nicht einmal. Leiden. Du wirst leiden, du Affe. Okay, doch nicht schlecht. Aber jetzt kommt einer. Okay. Herrgott! Verdammt! Wo denn? Alter, rede ich doch mal, meine Kamera dreht sich hier voll. Oh, jetzt war. Das wird mir eine Freude. Ich sehe gerade nichts, bin Engel. Selbst der ist irgendwie, ist die Kamera gerade verdreht. Man sieht ja auch meine Innereien von meinem. Komm aber nicht raus, ich sehe mich nicht so. Oder? Oh, muss ich aufpassen. Dreh dich doch mal, oh Mann, ey. So, redest du jetzt? Jetzt redet er hoffentlich mit uns. Hast du genug? Wirst du jetzt reden? Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Okay, was hat er gesagt? Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Ich will ihm nichts Böses. Na schön. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. War einfach. Mach's gut. Ein paar auf die Nase und dann geht das. Okay. Wenn man erst Gewalt anwenden muss, ne? Wer bist du? Wer bist du? Tu, was ich sage. Und du kommst hier vielleicht lebend raus. Was? Was soll das heißen? Mach dir keinen Kopf. Beantworte einfach meine Fragen und vielleicht helfe ich dir. Na, wenn du das sagst. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Menhard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Menhard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen.
weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Menat nie gefragt. Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? In der Art. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Na, verdammt! Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da, hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Okay. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Sieht aus wie Bobart. Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Oder? Ist das nicht dieser Robert? Oder wie hieß? Wie heißt? Ich weiß nicht mehr, wo der hingeritten ist. Ein Scheiß. Ja. Alter, wo ist er denn hingeritten? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist das blöd. Es dauert auch so lange, bis das blöde Pferd, dann hänge ich auch noch fest, ist doch bekackt. Ach, verflucht. Aber ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Das war ja blöd. Das war auch blöd von mir. Na gut. Gut, dann lauern wir dem auf. Da bin ich eh besser drin. Aber ich würde sagen, das machen wir alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute machen wir erstmal Ruhe. Und vielen Dank. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.